Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Love Letters to a Killer von Tasha Coryell oder wie auch immer man sie ausspricht, mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar über vorablesen.de lesen. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Love Letters to a Serial Killer von Tasha Coryell oder Coryell oder... Also beim Nachnamen bin ich wieder raus. Wenn ihr wisst, wie man den Namen richtig ausspricht, bitte sagt es mir. Ich finde, das Buch sieht mega interessant aus. Also das verzierte Messer hier. Ne, und das kann man alles fühlen hier. Ne? Auch das Blut auf der Klinge, das finde ich richtig gut gemacht. Also da gibt sich, finde ich, DTV immer richtig viel Mühe. Richtig hübsches Cover. Das ist der Rücken. Und der Klappentext. Und übrigens hier hinten... mit bisschen Lack auch das Blut. Seht ihr das? Kann man aber nicht so deutlich spüren wie auf der Vorderseite. Trotzdem, sehr schönes Detail. Zoome ich mal in den Klappentext hin. So. Genervt davon, ihre Freundinnen mit deren Ehemännern und Kindern in die Vororte verschwinden zu sehen, findet Hannah in einem Internetforum für True Crime eine aufregende neue Beschäftigung. Die Community hat sich vorgenommen, einen Serienkiller zu entlarven und damit die Morde an 4 Frauen aufzuklären. Als ein gut aussehender Anwalt namens William wegen der Morde verhaftet wird und sich die Beweise für seine Schuld ebenso schnell häufen wie die Leichen, beginnt Hannah, ihm Briefe zu schreiben. Vor Wut, aber auch, weil eine seltsame Faszination von ihm ausgeht. Und plötzlich schreibt William zurück. Klingt doch interessant, oder? Ja, und ob mir das Buch so gut gefallen hat, wie es klang, das erfahrt ihr jetzt. Hannah ist unzufrieden mit ihrem Leben, ihrem Job, eigentlich mit allem. Als eine Frau verschwindet und das durch die Medien geht, merkt Hannah, wie viel Aufmerksamkeit diese Frau dadurch bekommt. Wie viele Menschen sich wünschen und hoffen, dass sie gefunden wird, unversehrt, während doch eigentlich alle nur darauf warten, mehr Details zu erfahren. Je blutiger, desto besser. Sie schließt sich einem True-Crime-Forum an und fühlt sich endlich ein wenig zugehörig. Immer mehr Frauen verschwinden, Leichen werden gefunden und Hannah fragt sich immer öfter, wie das wohl wäre, einem Serienmörder genug zu bedeuten und von ihm umgebracht zu werden. Dann gibt es eine Verhaftung und es ist kein gruseliger Typ, sondern ein gut aussehender Anwalt, reich, mächtig, und Hannah fängt an, ihm zu schreiben. Erst um ihm wütende Vorhaltungen zu machen, später, weil er sie fasziniert. Wie wäre es wohl, einem Serienkiller etwas zu bedeuten? Der Anfang des Buches ist richtig gut. Da wirkt Hannah auch noch nicht so, sorry, aber anders kann ich es einfach nicht ausdrücken, durchgeknallt. Schon sehr früh im Buch gab es erste Misstöne. Hannahs Beziehung zu ihrem Ex kommt eher Stalking ihrerseits nahe und Hannahs Meinung von Frauen, auch von sich selbst als Frau, ist ziemlich unterirdisch. Ihr Frauenbild ist wirklich übel. Anfangs denkt man noch, Hannah schließt sich dem Forum an, um zu helfen. Ja, auch um Teil einer Gruppe zu sein, aber auch, um einen Killer zu schnappen und zukünftige Opfer zu beschützen. Doch Hannah treibt noch ein weiteres Motiv an. Eifersucht. Hannah fühlt sich immer von allen missverstanden und ungeliebt. Sie interpretiert in das Verhalten von Männern immer Dinge hinein, die nicht da sind. Auch wenn sie selbst sie zum Beispiel nur für Sex benutzt, wirft sie ihnen hinterher vor, sie nicht zu lieben. Als sie merkt, wie viel Aufmerksamkeit die Opfer des Killers bekommen, will sie das auch. Sie fängt an, die Morde zu romantisieren. Dabei erkennt Hannah auch immer wieder die negativen Verhaltensmuster, die sie an den Tag legt, aber es schert sie nicht. So entwickelt sie geradezu eine manisch-obsessive Brieffreundschaft mit dem mutmaßlichen Serienkiller. Hier wird gut gezeigt, wie Frauen in sowas hineinrutschen können. Allerdings ist Hannah ein Sonderfall, weil sie genau weiß, dass sie nicht die Einzige ist, mit der er Kontakt hat. Im Verlauf des Buches wird die Protagonistin immer instabiler und unsympathischer. Sie bräuchte, meiner Meinung nach, dringendst eine Therapie. Was gut rüberkommt, ist, wie Frauen in so eine Brieffreundschaft mit einem potenziellen Serienkiller bzw. Gefängnisinsassen hineingeraten können. Allerdings ist Hannah so in ihrem Wahn gefangen, dass man sie eigentlich schon gar nicht mehr als Beispiel hernehmen kann. Im Prinzip zeigt dieses Buch menschliche und psychische Abgründe. Ich konnte vieles erraten, einiges hat mich aber auch im negativen Sinne überrascht.
Ich hatte leider etwas ganz anderes erwartet. Von mir bekommt das Buch 2 Sterne. Ich fand manches sehr interessant, aber insgesamt empfand ich die psychischen Abgründe der Protagonistin als zu extrem, um das Buch noch genießen zu können. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!